Willkommen zurück zu Elder Scrolls Online, dem Spiel mit jede Menge Geister. Und einer meiner Zuschauer hat den tollen Vorschlag gemacht, dass man ja nicht unbedingt ein Silbermesser für Geister braucht. Man könnte ja auch ein super tolles magisches Lauch verwenden, um Geister zu verprügeln. Gute Idee eigentlich. Das ist, glaube ich, auch billiger, als ein Silbermesser da zu haben. Obwohl Silber eigentlich gar nicht so teuer ist. Ah, hallo übrigens, restlich Überlebende. Warum sieht das hier so aus, wie es aussieht? Dank sei den Dreien, dass ihr es geschafft habt. Wir fürchteten schon das Schlimmste. Habt ihr Hilfe mitgebracht? Es war eine knappe Sache. Oh, ist das ein Hochelf? Ich wäre tot. Nee, wenn diese Reisende nicht geholfen hätte. Ihr habt euch eine schlechte Zeit ausgesucht, um Selphora zu besuchen. Geister streifen durch die Straßen und unlöschbare Feuer verschlingen die Siedlung. Überall nicht, Meldras. Unsere neue Freundin ist mächtig. Was bin ich? Ich habe selbst gesehen, was diese Reisende alles kann. Naja, ich habe gerade böse Hautprobleme, weil ich schon seit Ewigkeit nichts mehr zu trinken gekriegt habe. Hat vielleicht irgendjemand mal seinen Arm mir ausleihen oder so? Ich habe echt Durst. Also das ist echt krass gerade. Also wäre echt cool. Ich hätte nie gedacht, dass ich so glücklich darüber sein könnte, wieder in diesem Gasthaus zu sein. Ja, ist es denn hier sicher? Ich meine, Geister haben allgemein die Charakteristik, durch Wände laufen zu können. Ich glaube schon. Zumindest für den Moment. Na toll. Doch wir machen uns Sorgen, dass es da draußen noch weitere Überlebende gibt. Es gibt einen Tempel auf dem Hügel, der die Siedlung überblickt. Wir hoffen, dass die anderen dort Zuflucht gefunden haben. Warum hat da niemand mal geguckt? Vor allem, die haben einen Bogen in der Hand. Haben die wirklich hoffen, dass sie damit einen Geist aufhalten? Wir sind den Geistern nicht gewachsen. Ich habe nur gerade ebenso überlebt, weil ich immer am Rand der Siedlung geblieben bin. Keiner von uns würde es dorthin schaffen. Na, das ist ja, sehr positiv und lebensbejahend. Das, ja. Ich soll das also machen. Ja, ich habe gesehen, wie ihr euch so schlagt. Ich weiß, dass ihr es schaffen könnt. Ja, wie kommen wir denn in diesen Tempel? Also, ich jetzt alleine oder wir jetzt, ey? Er liegt auf der anderen Seite der Brücke. Es gibt eine Treppe südlich von hier. Aber ich kann euch nicht sagen, ob dieser Pfad sicher ist oder nicht. Mhm. Na, dann mach ich mal. Gibt es ja nicht noch irgendjemanden in diesem komischen Gasthaus, der mit mir reden möchte? Außer, dass hier Leute... Also... Warum sieht das überhaupt so aus, wie es aussieht? Könnten hier nicht entweder alle Teppiche zusammenschieben, damit die auf den... Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn man 5 Teppiche übereinander schiebt, man da halbwegs gut drauf schlafen kann. Also, das lese ich garantiert nicht das Buch hier und auch nicht die anderen 16 Bände. Ich weiß noch nicht mal, ob es dafür alle Bände gibt. Ich habe mich über die Dinger schon in die restlichen 3 Elder Scrolls Spiele aufgeregt. Was haben wir hier noch? Eine Bitte um Unterstützung? An den ehrenwerten Tüden Artalen. Zuallererst möchte ich euch für eure Dienste im Rat danken, der über meinen Sohn urteilte. Ich werde euch niemals etwas anderes... eure andauernde Unterstützung von Meran vergessen und euren Einsatz dafür, dass die Todesstrafe zu hart ist für die Verbrechen, die ihm angelastet wurden. Ein großer Augenblick naht Serat Artalan. Das Tribunal hat seine Autorität missbraucht. Almanexia hat sich selbst zu unserer Diktatorin ernannt. Das merkt doch jeder, der ein reines Herz und einen wachen Geist hat. Ihre Verbrechen dürfen nicht weitergehen. Wenn der Augenblick da ist, kann ich hoffentlich auf eure Unterstützung zählen. Unterstützung, die eurer Priesterschaft in der Gemeinde Selphora. Ne? Trauer, eure Magistra Vox. Ja gut, das ist mit Almanexia wird zur Diktatorin, das ist vielleicht gerade ein bisschen verfrüht, aber da hat auf jeden Fall die gute Magistra Vox tatsächlich sehr viel von der Zukunft gesehen. Die ist bloß 1000 Jahre zu früh, ne, weil 800 Jahre glaube ich sind, oder? Ich habe schon wieder die Timeline vergessen. Ey, ihr wisst, was ich meine, also auf jeden Fall ein paar Jährchen zu früh. Ich kann mal kurz gucken, ich habe doch hier, neuerdings ist meine Festplatte so voll, ich weiß nicht warum. Da haben sie noch die ES-Timeline. Also, wir sind 500, zweite Ära. Was? Zweite Ära? 582 sind wir? Ernsthaft? Wirklich? War das so weit zurück? Ja, scheinbar. Und Skyrim ist vierte Ära 201. Warte mal. Ich hätte mir vielleicht eventuell mal aufschreiben sollen, wann die zweite Ära endet. Ah ja, die zweite Ära ist 800 irgendwas. Also sind das hier knapp 310 Jahre. So, 310 Jahre und dann nochmal 400 Jahre oben drauf sind 800 Jahre, 740 Jahre, plus nochmal 200 sind 940 Jahre. Jupp, 940 Jahre zu früh. Obwohl, halt, das war ja Morrowind, na gut, also 920 Jahre zu früh, was soll's. Tja, mein lieber Magistra Vox, 920 Jahre zu früh gekommen. Dabei ist es wahrscheinlich eine Dunkelelfe, die hat das wahrscheinlich lockerflockig überlebt, wenn sie da einfach mal abgewartet hätte. Also gerade als mächtiger Magier kann man ja selber berechnen, um ein paar tausend Jahre zu leben. Da hat man ja noch, also in 800 Jahren kann man auch nicht was vorbereiten, nur in 900 Jahren. Zumindest bis die Zeichen offensichtlich werden. Obwohl selbst im Morrowind ist ja eigentlich niemandem klar, dass das einmal nächstes Jahr komplett durchgedreht ist. Das ist ja, die hat ja immer noch so im Hintergrund mehr oder weniger gespielt. Hat die ja nie so direkt, das findet ja nur der Nevevarine raus, dass einmal nächstes Jahr so ein bisschen frei gedreht hat.
Ich muss diesen Hügel hoch und ich komme an diesen komischen Wachmann nicht vorbei, oder? Doch, komm. Ich sehe euch nicht, ich sehe euch nicht. Oder ihr seht mich nicht mehr da. Muss ich lang? Ich muss, glaube ich. Ach ja, ich hab's geahnt. Houston, wir haben ein Problem. Ich glaube, das wird ziemlich weit weg von Texas. Nee, ich muss nämlich diese komische Brücke, über die ich mich vorhin schon gemerkt habe, auflaufen. Das ist wie ein Silber. Da hatte ich ja gleich Sephora Holz. Was sind das hier überhaupt für Leute, die ich hier umhaue? Also scheinbar habe ich gerade den Geist eines Holzfällers getötet. Das wird, glaube ich, allgemein als sehr ehrenhafte Tat angesehen. Die Geister von Holzfällern wieder zurück ins Reich des Verderbens zu bringen. Okay, ich muss jetzt hier hochsteigen, glaube ich, irgendwie. Vielleicht kann ich hier irgendwie schleichen. Ja, man muss ja nicht hier unnötig viele Konflikte hier anfangen. Voll. Helllichten Tag kann ich mich verstecken. Na gut, das sind doch Geister. Wahrscheinlich ist den Geistern doch komplett Wurst, ob es jetzt hell oder dunkel ist. Ich denke mal, die sehen immer genau gleich. Oder man sehen Geister überhaupt? Ich glaube, Geister nehmen nur wahr. Dann wird jetzt da in der Mitte der Treppe, das könnte ein bisschen schwierig. Oh, mein Buff wird da nachgelassen. Das ist schon wieder eine Schmuck. Oh ja. Dum, dum, dum. Hauptsache, der Geist fegt mit einem kleinen Geisterbesen. Na gut, das ist eine Priesterin auch. Trotzdem. Ich habe mich wirklich auf die Idee gekommen, dass den Geist einen Geisterbesen in die Hand zu drücken. Obwohl das Ding eine Calciniumkeule hat. Das ist vielleicht die größere Frage, die sich hier stellt. Dum, 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 dum. Ich bin ein Vampir und ich kann mich unsichtbar machen. Ja, meine. Also, guckt euch mal an, wie groß das Dorf ist und wie groß die lokale Kirche ist. Also, das ist ganz schön pompös, oder? Also, wie viele Leute sollen da reinpassen und wie viele Leute leben denn hier? Das ist... Ah, der Verzweifelte. Hallo. Ihr habt die Frau gerettet. Euch gebührt mein Dank. Hey, der erste Geist, der nicht versucht, mich zu töten oder zumindest den ganz schwachen Versuch antritt. Ja, das ist wahr. Mein Leiden folgt einem anderen Pfad. Ich wurde dazu verflucht, auf ewig nur ein ohnmächtiger Zuschauer zu sein. Wer hatte denn die absolut brillante Idee, dir immer noch die Fähigkeit zu lassen, zu sprechen? Weil das macht dich ja eigentlich irgendwie nicht ohnmächtig, weil du kannst ja mit Worten was beeinflussen. Na gut, und wo kommt der dumme Fluch jetzt her? Meine Gedanken, meine Erinnerungen, sie sind durcheinander. Ich glaube, es gibt vielleicht eine Möglichkeit, diese Siedlung zu retten. Es ist nur so schwer, sich daran zu erinnern. Ja, was ist denn hier passiert? Ich schaffe es nicht. Es ist, als ob meine Vergangenheit in einem dichten Nebel liegt. Ich weiß nur, dass ich verflucht wurde. Und etwas mehr. Dies ist mein Heim. Und ich muss dieses Leiden mit ansehen. Wenn der Schleier um meinen Geist sich lüftet, erzähle ich euch, was ich kann. Na toll, was können wir jetzt machen? Es gab eine Giraffe, irgendwo unten im Tempel. Ihr Wasser war heilig. Habt ihr die seltsamen Feuer in der ganzen Siedlung gesehen? An sie erinnere ich mich noch. Vielleicht kann diese Flüssigkeit die Flammen ersticken. Ich habe gerade Giraffe verstanden und war mega verwirrt. Da unten steht eine Giraffe. Hä? Warum steht da unten eine Giraffe? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, aber Giraffe macht auf jeden Fall ein bisschen mehr Sinn. Ja, kann ich da vielleicht noch was machen mit der Flamme? Ich fürchte, das weiß ich nicht genau. Ach. Es gibt so vieles, was ich nicht weiß. Ihr werdet es ausprobieren müssen. Ja, toll. Seht nach, ob das Wasser auch beim magischen Feuer in der Kammer des Baums Wirkung zeigt. Sucht nach einer Feuerschale mit unnatürlichen Flammen darin. Ja. Kammer des Baums? Als der heilige Velod nach Reste einkam, was heute Morrowind ist, pflanzte er dort die Samen seines Heimatlandes in die Erde. Nur der Baum von Somersand überlebte. Dieser Tempel wurde um ihn herum errichtet. Seltsam, warum erinnere ich mich daran so deutlich, wenn sonst alles in Nebel gehüllt ist? Vielleicht, weil du der Priester war, der den Job wahrscheinlich 20 Jahre hatte. Na gut, ich finde schon die Giraffe. Gebt acht, Fremde. Mein Herz verrät mir, dass Geister nicht das Einzige sind, was nach Sephoras Zerstörung zurückblieb. Ja, warum Sephoras Zerstörung? Der Ort heißt doch Sephora. Was heißt denn hier Sephora? Vor allem, was macht denn der die Holzfällerin vor allen Dingen hier im... Was entdeckt? Von wem denn? Ich bin nicht da. Holte Schriften der Dwemer. Dwemer. Band X. Ich kenne davon nicht die Mitgift. Achso, das ist so ein Dix hier. Das ist auf jeden Fall ein neues Buch. Wir steigen weiter in der Magiegelauf. Muss ich hier nachher Kammer des Baums? Da war was. Hä? Wieso sprechen wir mit dem Verzweifelten? Ich habe doch mit dem Verzweifelten gesprochen. Was? Hä? Spiel? Hallo? Hä?
Warum soll ich denn jetzt nochmal mit denen reden? Ich bin verwirrt. Ihr habt die Frau. Ah, jetzt. Jetzt auf einmal. Na gut, die Weihwasserkanäle finden kann ja nicht so schwierig sein. Nehme ich mal stark an, weil die wahrscheinlich irgendwo da unten sind. Ich hätte einfach direkt runterspringen. Aber ich bin immer noch beeindruckt, dass sie es geschafft haben, einen Baum indoor wachsen zu lassen. Weil eigentlich braucht so ein Baum jede Menge Luft. Und vor allen Dingen, glaube ich, 8 Blöcke oder so über dem Baum müssen frei sein. Das ist hier nicht der Fall. Also Respekt. Oh fuck, ich hab die auch gesehen. Ja gut, dann müssen wir sie da ja töten. Dann töten wir dich halt, du komische Sipp. Warum ist das eigentlich noch eine Holzfäller? Man würde ja eigentlich erwarten, dass in der Kirche irgendwie die Priester rumspucken oder keine Ahnung was. Oder irgendjemand anders, aber nicht der Holzfäller. Oder den liegt noch ein Brief, das ist ja schön. Ein Gefäß voller Weihwasser, mit dem man auch magische Feuer löschen kann. Das ist ja eine sehr praktische Eigenschaft, diesem Feuer. Müssten wir nicht als supermächtige Magierin eigentlich in der Lage sein, so ein mittelgroßes Feuer selber zu löschen? Das heilige Gefäß, ja. Seid im Umgang mit dem heiligen Gefäß äußerst vorsichtig. Es ist das wichtigste Relikt unseres Tempels und der Grund, warum unser Tempel überhaupt existiert. Der heilige Velot ist zwar am ehesten für das Schwingen seines Hammers, Velots Urteil bekannt, doch er hat zu seinen Lebzeiten auch dieses Gefäß getragen. Wie viele Gegenstände, die der Heilige gesegnet hat, besitzt es heilende Kräfte. Überdies besitzt es noch verschiedene andere magische Eigenschaften. Unzerstörbarkeit zählt jedoch bedauerlicherweise nicht zu ihnen. Zu den Atalen. Ja, das wäre eigentlich so ziemlich das erste, warum ich als legendärer Schmied meine Sachen ausrüsten würde. Unzerstörbarkeit. Das scheint mir irgendwie immer wieder eine sehr wichtige Eigenschaft von Gegenständen zu sein. Sephora ist am Ende. Ihr werdet sie nicht retten. Das Echo von Vox. Das ist natürlich auch wichtig, dass eine Person, die Stimme heißt, ein Echo hat. Was am Ende habe ich nicht gehört, dass das vor? Ich meine, das ist hier so eine kleine Enklave irgendwo im Nirgendwo. Jetzt ist hier komische Geistig oder was? Ja, der Prinzip ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Ort in irgendeiner Hinsicht wichtig ist. Vielleicht ist das ja auch genau mein Problem, dass ich mir das nicht vorstellen kann. So habe ich jetzt eigentlich das. Ja, sprech mit dem Verzweifelten. Kann ich jetzt. Nee, kann ich natürlich nicht durch. Kellertür ist nichts für mich. Ach, lass mich nur ein komisches Priesterinnenvieh. Ist mir egal, ich renne einfach durch. Du hörst irgendwann auf mich zu aggro? Natürlich nicht. Doch! Na gut, die Wunsch ist leider nicht. Ah nee, das ist tatsächlich eine Priesterin. Aber aus irgendwelchen Gründen sind der Priester der Meinung, du musst unbedingt mit dem Bogen angreifen. Oh, das ist eine Priesterin sonst machen, nicht mit Symbolen ihres Gottes bewerfen. Na gut, lieber Verzweifelter, fällt dir was ein? Ihr habt die Karaffe erhalten. Es gab ein Echo hier, aber jetzt ist es still. Sephora wird von seiner Schändung erlöst. Ja, und wo... Ja, das stand doch dran. Das war die Stimme von Vox. Der Nebel beginnt sich zu lichten. Aber es stürzen so viele Erinnerungen auf mich ein. Wogegen ihr gekämpft habt, war nur ein Echo von Magistra Vox. Sie ließ es zurück, um die Geister an diesen Ort zu binden. Als Teil ihrer Strafe für Sephora. Warum Strafe? Da ist etwas, das ihr sehen müsst. Dann zeig mal her. Oh, eine Vision. Nur und wo? Ah. Hell. Sephora, Magister Vox. Haltet ein. Ich trage den Hammer Velos. Gepriesen seien die drei. Ich bin gekommen, um meine Leute gegen den Makel des Baums zu versammeln. Was für Scheiße, was die Ehre eures Besuchs? Seid ihr verrückt geworden? Wahnsinnig? Ihr wollt mich wahnsinnig sehen? Ich werde euch wahren Wahn zeigen. Das war jetzt nicht so, aber sie hat den Hammer Velots. Das ist ja interessant. Das ist ja richtig toll interessant. Ich habe euch alles gezeigt, woran ich mich erinnern kann. Sie hat den Hammer Velots. Ich weiß zwar gerade spontan nicht, wer Velot nochmal genau war, aber der ist sicherlich total wichtig, dieser Hammer. Also, Vox hatte ich umgehauen. Alter. Ich erinnere mich an meinen Tod. Doch all das liegt nun in der Vergangenheit. Ihr habt dringendere Dinge zu erledigen, als euch die Geschichte eines Geistes anzuhören. Ihr habt jetzt die Karaffe. Sie? Quest abschließen. Es gibt zwei Bewohner, die noch in der Stadt gefangen sind. Ein junger Mann und eine Frau. Doch die magischen Feuer kommen ihnen immer näher. Ja, ich kann sicherlich mit meiner super tollen, mega super Waffengaraffe das alles löschen. Ja, das sollte funktionieren. Findet die Häuser, in denen sie eingeschlossen sind und befreit sie. Ich werde tun, was ich kann. Ja, das, ich weiß, es gibt normalerweise bessere Superwaffen von Göttern oder allgemein und überhaupt, aber man nimmt halt, was man kriegt. Da manchmal kriegst du halt den heiligen Hammer der Wut von Molag Baal und manchmal kriegst du die heilige Waffe von Velot, die ungefähr so beeindruckend ist. Willkommen ist. Im Hotel. Ohne Stickereien. Na gut, dann
Wir benutzen die heilige Haus der Familie Salen. Oh, Sandra muss raiden. Man kann also raiden in Elder Scrolls Online. Hört euch das an. Man kann raiden in diesem Spiel. Also scheinbar so gut, dass man das jede Woche machen kann. Das ist eigentlich der einzige Punkt. Raiden kann man ja so gut wie jeden im Moor, aber ich weiß halt nicht so richtig, wie viel Spaß das macht. Weil letzte Woche hat irgendjemand gefragt, wie groß das Potenzial von so einem Raid ist. Und ich konnte ehrlich gesagt dazu nicht so viel so sagen, was den Multiplayer-Part angeht. Hat mich das jemand auf YouTube gefragt? Wer nicht seid ihr? Wie seid ihr an den Flammen vorbeigekommen? Ich hatte den heiligen Kelch von Velord und mit dem konnte ich die Flamme ausgießen. Ja, du musst zum Gasthaus. Das müsst ihr mir nicht zweimal sagen. Soll ich es nochmal sagen? Na gut, es rettet den Mann. Es rettet die Frau. Das ist ja auch sehr... Hätte ich nicht... Jetzt, warum haben die Typen keine Namen abgekriegt? Das, ich meine, die hatten gerade Namen, wo ich sie angelabert habe, aber... Weiß ich nicht, aber wenn du hier andere irgendwelche Leute umhaust und noch mehr Geister produzierst, kann ich mir fast vorstellen, dass der Teil mit der Hoffnung eher sinkt. Ich finde übrigens diese Fähigkeit, wenn man den Charakter so einen komischen Stab in der Hand halten lässt, sehr witzig. Feuer. Das ist ein schöner Wegmarker. Feuer. Der ist einfach und simpel gehalten und weist den Weg auf jeden Fall nach vorne. Ja, ist ein bisschen unpraktisch, ne? Dass die Architektur von den Hochelfen hier irgendwie nicht so richtig vorsieht, dass man, Quatsch, Dunkelelfen, dass man keine richtigen Fenster hat, aus denen man rausspringen kann. Ja, man kann eh so gut raiden, besonders wenn man selbst Raid-Lead ist. Ja gut, davon weiß ich nichts. Hallo, Ora. Ach so, Ora-Atan. Ich wusste, dass jemand kommen würde. Ich habe die Hoffnung nie aufgegeben. Frau, kennst du Fenster? Das ist eine neuere Entwicklung aus den letzten 300 Jahren oder so. Da kann man, man muss nicht unbedingt immer durch die Front... Ach ja, egal, Gasthaus. Es ist ganz in der Nähe. Da das Feuer jetzt aus ist, sollte ich es schaffen können. Ja, ja, schaff's sicherlich. Lebe wohl. Plötzlich ein Müdigkeitsanfall hier, das ist ein Ding. Das tut mir fast leid, das ist nicht gut. Weil gehen ist ja anstrengend. Ich glaube, wenn ich eine Aufnahme darauf mache, wie ich gehe, ne, dann müssen andere Leute jedes Mal gehen, wenn sie das hier angucken. Das ist eigentlich sehr unfreundlich für mich. Das sollte ich echt nicht tun. Was ist denn das hier noch eigentlich? Kann ich hier noch eine Quest annehmen? Warum haben wir eigentlich nicht irgendwas gemacht, um diese komischen Geister hier zu bannen? Das ist prinzipiell relativ schrecklich, dass hier so viele Geister rumrennen. Hätten wir da nicht vorher. Oh, tschüss, Sandra. Tschüss. Du kannst ja gerne mal mit. Ja, nein. Ich hoffe, dass Amela meinem Bruder Nilos helfen kann. Heißen ja alle so. Hallo, Elysius Atalen. Meine Mutter und mein Bruder sind in Sicherheit. Ach so, deine Verwandtschaft. Und dafür habe ich euch zu danken. Gesegnet seien die drei, dass sie überlebt haben. Ich denke mal, das hat irgendwas mit dem Familiennamen zu tun. Ja, ich hatte etwas Hilfe. Einfach, ja, Geist. Also ist nicht jeder Geist in Zelphora mit Hass erfüllt. Dann bin ich dankbar dafür, dass meine Mutter und mein Bruder noch leben. Ja, sicherlich. Sicherlich, ja. Ja, fehlt sonst noch irgendjemand? Mein Vater, Tiden Artalen. Seit der Katastrophe hat ihn niemand mehr gesehen. War er am Tempel? Tiden Artan, war das vielleicht der Verzweifelte? Seit der Katastrophe, also so, das ist, ja, sehr verwirrend. Ja, ich habe ihn noch nicht gesehen. Vielleicht ist er ins Rathaus gegangen. Es ist meistens abgeschlossen. Hier, nehmt diesen Schlüssel. Bitte, er könnte sich dort verstecken. Er könnte verletzt sein. Na gut, ich gehe, ja, ich... Na, was? Verdammt, jetzt habe ich mich verklickt. Ich wollte gerade sagen, ich gehe doch einfach jetzt, ich renne da mal hin. Wir wünschen euch Glück. Achso, das reicht schon. Na gut, dann musst du gar nicht anklicken. Hey, das war ja einfach. So, wo ist denn eigentlich die Sidequest, die mir gerade noch angezeigt ist? Die irgendwo in der Nähe? So. Vielleicht hinterm Haus, oder? Irgendwie so. Ah, die ist wahrscheinlich im Gasthaus drin, oder? Jupp. Jupp. Nehme ich zumindest mal stark an, dadurch, dass der unbekannte Pfeil irgendwo in der Mitte des Bildschirms ist. Also, in der Mitte der Karte. Man merkt, wenn wir nicht langsam müde werden. Na gut, wir sind mal müde in der nächsten Folge. Wenn es ja wieder heißt, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Tschüss.